Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer ersten Folge Wins and Fails mit dem neuen Jorvikschen Pony auf Level 1. Ich habe jetzt Caspian aka Cookie Knight dabei, den ich vorhin in der Kauffolge gekauft habe. Ich bin jetzt unterwegs mit den Werten 44 auf Reiten, 24 auf Pflege, 40 auf Befehl sowie 26 auf Springen. Caspian hat 8 Stärke, 4 Disziplin, 11 Geschwindigkeit, 2 Ausdauer und 6 Agilität. Ich schaue jetzt mal, wie sich das Pony schlägt. Nachdem es ja nun gleich schnell ist wie die großen Pferde, starte ich mit ihm in Moorland. Und ja, ich bin gespannt, wie es sich so spielt. So, dann werden wir doch mal loslegen. Ich werde jetzt übrigens in diesen Wins and Fails, wo ich das Pony einmal auf Level 1 durchteste und dann nochmal auf Level 15, werde ich nicht den Stadionsprecher machen. Da werde ich alles so direkt mitkommentieren. Okay, da habe ich direkt leider schon mal gefailt. Das lag nicht am Pony, das lag an mir. Ich habe echt gedacht, ich könnte da noch hochreiten. Wobei ich es letztens mit dem Lusitano in Jarlaheim ja dasselbe Problem hatte, dass ich da ja an manchen Stellen einfach nicht hochgekommen bin, wo ich mit anderen Pferden hochgekommen bin. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht da tatsächlich auch Unterschiede gibt, dass manche Rassen an Bergen besser hochkommen, manche etwas weniger. Oder ob ich einfach nur gefühlt gleich geritten bin und vielleicht einen Ticken zu weit dann Richtung Hang geritten bin. Das kann natürlich auch immer sein. Das weiß ich nicht. Da müsste ich am besten die Ritte 1:1 übereinander legen. Und das ist dann natürlich auch mal so eine Sache, weil man ja nie so hundertprozentig weiß, okay, reite ich jedes Mal 1:1 hundertprozentig genau gleich? Aber könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ist euch da schon mal irgendwas aufgefallen? Dass ihr so das Gefühl hattet, okay, ich komme bei einer Stelle, komme ich mit der einen Rasse besser klar als mit der anderen? Das könnt ihr mir echt gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich muss aber jetzt gerade sagen, dafür, dass ich es mega verkackt hatte, okay, da haben jetzt eben noch einige andere gefailt, dafür, dass ich es mega verkackt hatte und zweimal stehen geblieben bin, ist doch für ein Level 1er Pferd hier der 6. Platz eigentlich recht beachtlich. Ich habe jetzt auch heute, ich nehme jetzt gerade am Mittwoch auf, habe ich mit Schneewittchen, also mit meinem Apfelschimmel, habe ich schon einiges gelevelt. Sie ist schon Level 7 momentan und da hat sich eigentlich so mein Gefühl bestätigt. Ich habe ja damals, als diese Schleifen eingeführt wurden bei den Championaten, habe ich ja mit dem Level 1er Lusitano gestartet. Dieselben Rennen bin ich mit dem Level 1er neuen Pony geritten und da hat es überall die Bestzeit geknackt, obwohl ich nicht mal einen Helm auf hatte mit Rennwerten, sondern den Blumenkranz. Und die Handschuhe hatte ich, glaube ich, auch nicht an und trotzdem war es schneller. Es wirkt jetzt auf mich auf jeden Fall schneller als die anderen Rassen. Bleibt abzuwarten, ob es angepasst wird in der Woche. Das ist ja schon häufiger vorgekommen. Schauen wir einfach mal. Es reitet sich auf jeden Fall vom Feeling her angenehm, finde ich. Dafür, dass es keine Werte hat, außer auf Ausdauer. Und das wird sich ja definitiv nicht ändern. An der Geschwindigkeit kann sich immer noch mal was ändern, am Feeling an sich nicht. Und da gefällt es mir auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. So, dabei gewesen sind Annabelle Friendstone, Svea Birchhall, Lucy Mysteryberg, Kendra Flowerwatcher, Lola Skyberg, Antoinette Arkwatcher, Theresa Seahill, Margaret Snowrock, dann reihe ich mich ein, Virginie Sunstar, Victoria Wisedorn und ganz besonders herzliche Glückwünsche an Platz 3 Lena Eastmountain und an Platz 2 die Melanie Goldlord. Das war's dann auch für heute mit den Wins and Fails mit dem kleinen Caspian auf Level 1. Morgen gibt's die nächste Folge mit dem Level 1er Jorvikschen Pony. Mal schauen, wie es dann läuft. Tschüss!